Was geht ab euch? Willkommen jetzt zu einem neuen Video und ihr seht schon eine ganz andere Location beziehungsweise ein anderer Ort. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, dass es bald einen Klassenfahrt-Vlog geben wird und ich bin jetzt quasi auf Klassenfahrt. Und ja, das erste Mal, dass ich eigentlich einen Vlog mache, also der erste Vlog und das erste Mal, dass ihr überhaupt aus meinem Real-Life-Leben was mitbekommt, weil ich zocke ansonsten nur mit Savage Master. Diesmal ohne Savage Master, aber ich Savage Master sind nicht in derselben Klasse, deswegen. Ihr werdet ein paar aus meiner Klasse sehen, manche auch nicht. Ich bin hier in Schloss Augustusburg, falls jemanden interessiert in Sachsen. Die Zimmer sehen auf jeden Fall jetzt nicht so geil aus, also Viererzimmer, und keine Toilette hier drin, man muss einfach rausgehen auf den Gang. Ich werde euch jetzt über die Tage, über die drei Tage mitnehmen. Und ein bisschen filmen und genau, vielleicht tut ihr das schon im Hintergrund, ich weiß es nicht. Aber ich werde schon ein bisschen filmen und euch mal ein bisschen zeigen. Wenn es euch interessiert, lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Und ich sage jetzt viel Spaß mit dem Video. Digga, ich weiß nicht, ob man es sieht, ne, aber diese Preise, ne. Digga, 50 Fahrten 121 Euro, eine Fahrt 3,90 Euro. Richtig krass, Leute, ne? Euro oder am Radfeld? 10 Euro. Und er dreht an der Gurke. Und es ist Erklärbär. Oh. Okay, Otto, was trinkt ein Bürsche, wenn sie durstig sind? Keine Ahnung, Wasser? Es gibt ja jetzt etwas mit B an. Apfelkuchen. Ah, okay. Nicht Toy Story 3? Apfelkuchen. Leute am Verrecken hier auf der. Gefühlt 10 Kilometer jetzt gelaufen. Nur mit Treppen. Ja, andersrum. Achso. Deswegen gehe ich nicht wandern. Leute, was geht? Wir kommen jetzt zum Tag 3 und zum letzten Tag. Ich konnte auch einiges nicht filmen, weil manches war auch datenschutzgeschützt. Datenschutzgeschützt, ja. Deswegen, durch Büro-Bahn und so, konnte ich alles nicht so wirklich filmen. Und auf dem Sportplatz durfte man auch nicht filmen wegen Fußball, da war wirklich nicht so eine Regel. Da durfte man nicht filmen. Ich hoffe, ihr habt. Ja, genau. Selma, wie fanden Sie die Klassenfahrt? 1 bis 10 würde ich sagen 3. 3? Nein, 8. Und die Klassenfahrt? Ja, ich fand sie mies geil. Mich auch immer, weil ich geil bin. Ja. Ila, wie fanden Sie die Klassenfahrt? Ja, die Klassenfahrt war cool. Fußball war auch cool. Du bist ein Kandidat für den Ballon d'Or 2027. Ich call's jetzt. Geil. Ich glaube, da darf man Jumpscare. Junge, mein Jumpscare sollte hier. Morgen früher.
So, also die Klassenfahrt ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ja, ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr filmen, aber so viel war es gar nicht. Und bei manchen konnte ich auch gar nicht filmen, weil da war so Datenschutz und sowas. Und genau, Leute, wenn euch sowas gefällt, dann lasst gerne ein Like, da lasst ein Abo. Oder wenn ihr mehr von meinem Real-Life-Leben sehen wollt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video, haut rein und tschüssi.